gekommen sind. Wir sind im Josua-Buch Josua und wir kommen heute zu Kapitel 17. Ich lese dort 6 Verse und wer mag, darf gerne aufstehen, während ich das Wort Gottes lese. Also, Josua 17. Und das Los fiel für den Stamm Manasse, denn er ist der Erstgeborene Josefs, nämlich für Machir, den Erstgeborenen Manasses, den Vater Gileads. Diesem wurde Gilead und Baschan zuteil, weil er ein Kriegsmann war. Aber für die übrigen Söhne Manasses nach ihren Geschlechtern fiel das Los auch, nämlich den Söhnen Abirs, den Söhnen Heliks, den Söhnen Asrils, den Söhnen Sichems, den Söhnen Hefters und den Söhnen Semidas. Das sind die männlichen Nachkommen Manasses, des Sohnes Josefs, nach ihren Geschlechtern. Aber Zelophat, der Sohn Hefters, des Sohnes Gileads, des Sohnes Machirs, des Sohnes Manasses, hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Und dies sind die Namen seiner Töchter: Machla, Noah, Hogla, Milka und Tirza. Diese traten vor den Priester Elisar und vor Josua, den Sohn Nuns, und vor die Fürsten und sprachen: Der Herr hat Mose geboten, dass er uns ein Erbteil geben soll unter unseren Brüdern. Und man gab ihnen einen Erbteil unter den Brüdern ihres Vaters nach dem Befehl des Herrn. Und so fielen auf Manasse 10 Anteile, außer dem Land Gilead und Baschan, das jenseits des Jordan liegt. Denn die Töchter Manasses empfingen ein Erbteil unter seinen Söhnen. Aber das Land Gilead wurde den übrigen Söhnen Manasses zuteil. Ist interessant. Ja, ihr dürft gern Platz nehmen. Ist interessant, dass dieses Kapitel so ziemlich für jeden von uns einmal noch zur Bedeutung wird oder mal oder schon zur Bedeutung würde, wie wir später auch noch hören werden. Interessant ist, dass in diesem Kapitel am Anfang Land an einen Kriegsmann geht, an einen Mann, an einen starken Mann. Und später werden dort 5 Frauen, 5 Töchter erwähnt, die auch ein Erbteil bekommen sollten. So, in diesem Mann, in diesem Stamm Manasses gab es einen Nachkommen, der hatte keine Söhne, aber 5 Töchter. Sein Segen, ja, wenn man 5 Töchter hat. Und diese 5 Töchter traten nun vor Josua und den Hohepriester und erinnerten ihn daran, dass sie schon mal mit demselben Anliegen vor Mose gekommen sind. Und das lesen wir im 4. Buch Mose, Kapitel 27, Verse 1 bis 11. Es gingen nämlich schon während der Wüstenwanderung, am Ende der Wüstenwanderung, gingen die Verhandlungen bezüglich der Landverteilung, die gingen schon los. Und dann, als dort die Stammesführer und Mose und der Hohepriester beisammen waren, kommen nun diese 5 Töchter vor Mose. Und dort kommen sie vor Mose als den Leiter, sie kommen vor Eleazar als den Hohepriester, sie kommen aber auch vor die Obersten der ganzen Gemeinde. Und dann heißt es noch, sie traten aber auch vor Gott, weil sie kamen zum Eingang der Stiftshütte. Und sie tragen mutig und kühn ihr Anliegen vor. Und sie sagen: Unser Vater ist in der Wüste gestorben, er gehörte aber nicht zu der Rotte, die sich in der Rotte Korahs gegen den Herrn zusammenschlossen, sondern er ist an seiner Sünde gestorben und er hatte keine Söhne gehabt. Kurze Erklärung, nur dass wir so ein bisschen die Hintergründe kennen. Die Rotte Korahs war eine Rebellion in der Wüstenwanderung gegen Mose und Aaron. Korah ist ein Name von einem Mann, er war ein Levit. Und der Stamm der Leviten war auserwählt, den Priesterdienst zu tun, die Schlachtopfer an der Stiftshütte, später auch im Tempel zu dienen. Aber er war damit nicht zufrieden, er wollte mehr. Er wollte das Amt des Hohenpriesters Aaron, und er brachte 250
führende Männer von Israel hinter sich und sie kamen vor Mose und Aaron und machten ihnen klar, ihr beide, ihr wollt zu viel. Wir alle sind heilig und wir alle können auch diese Ämter ausführen. Und sie hatten die Rechnung nicht mit Gott gemacht. Weil Gott, wie er uns in der Bibel offenbart, er entscheidet, wer Leitung und wer das Amt bekommt und heiligt besonders auch Menschen für gewisse Dienste. Und nun gab es eine ganz dramatische Situation. Wenn man das so liest, spürt man, dass Mose das nicht will, aber er muss nun autoritär sein in seiner Führung, in seiner Leitung und er sagt also, kommt alle zusammen. Es werden Räucherpfannen aufgestellt, die einzelnen Leute werden vor ihren Zelten samt Familie und alle aufgestellt, also diese 250 Mann, auf der anderen Seite Mose und Aaron und das ganze Volk. Und dann sagt Mose, wenn jetzt nichts Besonderes passiert, sondern wenn alle diese Leute sterben, wie wir alle sterben, also nach der Zeit, wenn man alt wird und nichts Besonderes passiert, dann werdet ihr erkennen, dass diese Recht hatten und dass ich im Unrecht bin und nichts Besonderes auf mir liegt. Wenn aber der Herr etwas Neues schaffen wird, sodass der Erdboden seinen Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was sie haben, dass sie lebendig hinunterfahren ins Totenreich, so werdet ihr erkennen, dass diese Leute den Herrn gelästert haben. Und es geschah, als er all diese Worte ausgeredet hatte, da zerriss der Erdboden unter sich und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt ihrer Familien und allen Menschen, die Korah anhiegen und all ihr Habe und sie wurden lebendig hinunter ins Totenreich geworfen mit allem, was sie hatten. Und die Erde deckte sie zu und so wurden sie mitten aus der Gemeinde vertilgt. Eine wahnsinns dramatische Geschichte und interessant, dass diese Frauen mutig vor Josua kommen und auch vor Mose kommen und gleichzeitig mit Ehrfurcht und die ganze Bevölkerung an diese Sache erinnern, wo Menschen vor die Leitung kamen ohne Ehrfurcht vor Gott, sondern mit einem Wunsch, Macht zu bekommen, auch Leitung zu bekommen. Nun müssen wir wissen, wir leben im Neuen Testament und solche Strafen gibt es nicht mehr, seit Jesus gekreuzigt wurde, dass in einer Art und Weise Männer Gottes Gerichte aussprechen und dann mal auf einen Schlag so und so viele Leute sterben. Und doch sehen wir auch im Neuen Testament, dort gab es ein Ehepaar, die vor die führenden Apostel kamen und sie haben die belogen und dann sind sie aufgrund vom Gericht Gottes sofort tot umgefallen. So haben wir immer noch eine ganz heilige Geschichte, auch noch im Neuen Testament. Und wenn wir dann die Zorngerichte in Offenbarung lesen, welche dann noch über diese Erde kommen, dann wissen wir, dass dort noch etwas aussteht an Gerichten, was dieser Sache, wo der Erdboden sich auftat und 250 Männer und Familien verschlang, bei weitem nichts nachsteht, sondern das werden noch ganz schlimme Ereignisse auch kommen. So, was wir daraus aber lernen sollten, wir sollten mutig, aber in aller Ehrfurcht kommen vor Gott, aber wir sollten auf jeden Fall achten, nach welchen Ämtern wir im Reich Gottes trachten. Jedes Amt, mit jedem Amt geht eine besondere Verantwortung einher, die eine besondere Reinheit, Heiligung und Vorbildfunktion innehat. Natürlich lesen wir aus diesem Text heraus, und das sehen wir auch in den Briefen, dass wir den Leitern Respekt entgegenbringen sollen. Und hier gibt es überhaupt gar nichts in dieser Gemeinde, was ich jetzt dort diesen Punkt ausführen müsste, denn ich erlebe überhaupt gar keine Respektlosigkeit in dieser Gemeinde. So bin ich hier auch gar nicht in irgendeiner eigenen Mission unterwegs, sondern wir sollten uns viel mehr bewusst machen, Leitung geht mit einer besonderen Verantwortung einher. Die Bibel
warnt an einigen Stellen davor, einmal sagt sie, werdet nicht viele Lehrer, denn sie erwartet ein schweres Urteil. Und dieser Vers hat mich schon ein paar Mal abgeschreckt, nicht predigen zu wollen. Und wenn ich dann in Hesekiel lese, wo Gott Hesekiel heiligt zum Dienst und er ihm klar macht, wenn ich sage, du sollst einen Gottlosen warnen und du tust es nicht, dann wird dieser Gottlose sterben aufgrund seiner eigenen Sünde, aber ich werde das Blut von deinen Händen fordern. Und wenn es in der Gemeinde einen Gerechten gibt, der abkommt vom gerechten Weg und ich sage, du sollst ihn warnen und du tust es nicht, dann wird er sterben aufgrund von dem, was er getan hat, aber ich werde sein Blut von deinen Händen fordern. Und da spüre ich so eine Last, wie ich dann auch sensibel sein muss, was Gott sagt, und ich muss dann auch warnen, wenn ich warnen muss, und ich muss Dinge anreden, auch wenn das oft eine ganz unangenehme Sache ist. Da lassen sich solche Sätze, lassen einen schon schlucken, und die sollten eine gewisse Ehrfurcht haben vor gewissen Leitungsfunktionen, dass wir nicht sehr schnell sagen, oh, ich will auch in die Position. Ich will ein Verkündiger werden, ich will ein Pastor werden, ich will ein Leiter werden, ich will Lobpreis leiten. Da sollten wir mit sehr viel Ehrfurcht vor diesen Ämtern auch einhergehen. Nun, die tragen diese Situation vor und sagen, dort war ein Mann, der rebelliert hat und der mit wenig Ehrfurcht vor Gott kam. Wir kommen nun aber, wir Töchter, kommen mit Ehrfurcht vor Gott. Sie sagen, an dieser Rebellion ist unser Vater nicht gestorben. Er hat dort nicht mitgemacht, er ist an seiner eigenen Sünde gestorben. Auch das muss man erklären. Er war aber am Anfang bei der Rebellion gegen Josua und Kaleb dabei, weil da war das ganze Volk beteiligt. Als Josua und Kaleb vom verheißenen Land zurückkamen und gesagt haben, wir werden dieses Land einnehmen, haben alle anderen Kundschafter gesagt, dieses Land ist uneinnehmbar, die Städte sind viel zu stark befestigt und die Leute sind viel zu groß und viel zu stark. Und dann hat das ganze Volk gemurrt und dort war dieser Vater von diesen 5 Töchtern dabei und er hat auch das Gericht Gottes in dem Sinn erlebt, dass er in den 40 Jahren Wüstenwanderung sterben musste. Wie alle, außer Josua und Kaleb und alle, die unter 20 waren. Und jetzt sagen die Töchter, warum soll denn der Name unseres Vaters unter seinen Geschlechtern untergehen, weil er keinen Sohn hat? Gib uns auch ein Eigentum unter den Brüdern unseres Vaters. Da brachte Mose ihre Rechtssache vor den Herrn. Ist toll, muss man wachsam werden. Und der Herr redete mit Mose und sprach, die Töchter Zelophats haben Recht geredet. Du sollst ihnen unbedingt unter den Brüdern ihres Vaters ein Erbbesitztum geben und sollst das Erbteil ihres Vaters auf sie übergehen lassen. Ist stark, ja. Mose bringt dieses Anliegen direkt vor Gott und Gott sagt, sie haben Recht geredet. Es gibt auch Anliegen, die Menschen vor die Leitung bringen, die wirklich wahr sind und Recht. Und man muss darauf hören. Sie haben das geprüft vor Gott. Mose hat es geprüft vor Gott und er sagt, ja, sie sollen ein Erbbesitz kommen, diese Töchter. Und hier sehen wir schon mal, Frauen haben auch das Recht zu erben. Sie sind von gleichem Wert. Sie bekommen das gleiche Erbe, was wir ja auch später denn geistlich noch übertragen können. Uns muss aber klar sein, dass die Bibel halt eine eigene Sicht auf Mann und Frau hat, ja. Die Bibel sieht die verheiratete Frau über ihren Mann identifiziert. Sie macht klar, der Mann ist das Haupt, bedeutet, der Mann soll eine Führungsrolle bekommen. Aus diesem Blick auf die Bibel haben wir die Tradition in unserem eigenen Land, es ist aber kein Gesetz, es ist nur eine Tradition, dass die Frauen den Nachnamen vom Mann annehmen. Ja, es ist nur eine Tradition, die aus dieser Sichtweise kommt, ist aber kein Gesetz. Es soll aber damit ausgedrückt werden, dass ein Mann in einer Familie und in einer Ehe eine Führungsrolle hat, sie übernehmen soll und auch ausüben soll. Der Ehemann, und wenn wir dort lesen, welchen Anspruch die Bibel hat an ihn, soll die Frau lieben wie Christus die Gemeinde.
Und es ist schon ein enormes Vorbild, den ein Mann hat, wenn er sieht, ich soll meine Frau lieben wie Christus, die Gemeinde. Er soll für sie sorgen, auch für die Kinder. Er soll sich um sie kümmern, sich hingeben. Er soll in der Lage sein, eigene Bedürfnisse zurückzustellen zum Wohl der Frau und der Familie. Er soll ein Versorger sein, sowohl materiell, aber auch geistlich. Das bedeutet, ein Ehemann sollte auf keinen Fall weniger als die Frau die Bibel lesen und sich darin auskennen. Denn es ist von Gott her seine Aufgabe, die Familie auch geistlich zu ernähren. Wisst ihr, es kann jetzt nach dem Beispiel von Corona, kann es ja schneller gehen, als uns lieb ist, dass diese Gemeinde auch wieder geschlossen werden muss. Wie es andere Kirchen, wo es einen Ausbruch gab, wieder gab. Und dann kommen wir vielleicht in Zeiten hinein, wo es eine Internetzensur gibt. Und dann ist die Frage, wer ernährt jetzt geistlich gesehen diese Familie, wenn es keinen Pastor mehr gibt, keine Familie, keine Gemeinde, keine YouTube-Channels, wo man tolle Prediger anhören kann. Und dann muss ein Mann in der Lage sein, die Bibel aufzuschlagen und eine Familienandacht zu halten. Und ich sag euch, wenn diese Familie zusammenkommt, und dann ist dies ein vollwertiger Gottesdienst, genauso vollwertig, wie es dieser Gottesdienst hier ist oder wenn 10.000 Leute zusammenkommen. Und wenn dort das Wort Gottes gelesen wird, fließt der Segen, der kommt aus dem Hören des Wortes Gottes und er fließt in die Familie hinein. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und wenn eine Familie eine Andacht zusammenhält, einen Gottesdienst hält, dann ist es ein Gottesdienst vor Gottes Augen, wie genau dieser Gottesdienst hier und jetzt. Nun, wir wissen, dass die Realität eine andere ist und dass Männer diese Rolle nicht wahrnehmen, nicht alle Männer, aber einige, dass sie vielleicht gar nicht gläubig sind, nur die Frau gläubig ist, dass eine Frau in der Familie vieles zu tragen hat, auch das Geistliche. Aber wir müssen immer von der Bibel her die Situation bewerten und sehen, wie Gott sich dies einmal gedacht hat. Wenn Mann und Frau die von Gott gegebene Rolle ausführen, wie Gott sich das vorstellt, wie die Bibel diese beiden Rollen beschreibt, die wirklich unterschiedlich sind in den Aufgaben, gleich aber in der Wertigkeit, dann wird sehr, sehr viel Segen in diese Familie hineinfließen, sehr, sehr reichen Segen. Es wird in einem hohen Maße sein. Doch es gibt auch Männer und Frauen, die Gott erwählt hat, dass sie keinen Partner haben, Frau, dass sie keinen Männer haben sollen und Männer, dass sie keine Frau haben sollen. Paulus ist uns hier ein Beispiel. Und Single sein, alleinstehend sein, ist eine biblische Lebensform, die Gott auch gegeben hat, die auch erstrebenswert ist und die auch Verheißung hat. Wir sehen sie an Paulus. Hier in unserem Text macht es aber klar, weil die Hauptsicht der Bibel ist ja Mann und Frau und dann wird die Frau über den Mann identifiziert, macht aber auch klar, es gibt Lebensformen, es gibt keine Söhne, es gibt keine Ehemänner, sondern das sind Frauen und die sind gleich viel wert und die sollen das gleiche Erbe bekommen. Und übrigens, nach dieser mutigen Anfrage dieser Töchter redet Gott nun ein allgemeines Gesetz und jetzt kommen wir zu dem, dass es auch unser Leben betrifft, hier und heute. Hört mal zu. Und er spricht zu den Kindern Israel, wenn jemand stirbt und keinen Sohn hat, so soll sein Erbteil auf seine Tochter übergehen. Und wenn er keine Tochter hat, also gar keine Kinder, so soll sein Erbteil an seine Brüder gehen, also seine eigenen Geschwister. Und wenn er keine Brüder hat, so soll sein Erbteil den Brüdern seines Vaters gehen. Wenn aber sein Vater keine Brüder hat, so soll sein Erbteil dem nächsten Blutverwandten aus seinem Geschlecht gehen, damit er es erbt. Denn das soll den Kindern Israel eine Rechtssatzung sein, so wie der Herr es Mose geboten hat. Nach was hört sich das an? Nach Erbrecht. Und es ist sehr nahe mit dem Erbrecht auch von uns in Deutschland und auf der ganzen Welt. Es gibt nur Unterschiede, was die Steuer betrifft. Ja? Manche Städte wollen mehr Erbschaftssteuer und andere verlangen dort weniger.
In dem Text lesen wir jetzt nichts von Erbschaftssteuer, ja. So, es gibt aber Gesetze in der Bibel und die schützen Bürger vor der Willkür des Staates oder vor irgendwelchen Herrschenden. Und uns muss klar sein, und das sagen alle, das Grundgesetz, was wir in unserem Land haben, kommt von den Gesetzen, die Gott Mose gegeben hat. Die haben die jüdische Tradition und es sind so gute Gesetze, die damals Gott Mose gegeben hat, die bis heute wirken auf dem ganzen Erdball, wenn wir nur an das Erbrecht denken. So stark, dass Gott in seiner ganzen Fürsorge und Liebe solche gute Gesetze gibt. Nun, im Alten Testament ist das Volk Israel auch ein Schatten auf das neue Volk Gottes im Neuen Testament, das geistliche Volk, was ja aus Juden und Heiden besteht. Und dort lesen wir Römer 8, 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben. Wer ist ein Kind Gottes? Die beiden Verse in Römer 15, 16 erklären das. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Gottes Kinder sind die, die an Jesus Christus glauben und die den Heiligen Geist in sich haben, die von neuem geboren sind. Und der Heilige Geist zeugt in ihrem Geist, gibt ihnen das Zeugnis, ihr seid Kinder Gottes, ihr dürft aber Vater rufen. Und wenn wir dieses innere Zeugnis in uns haben und Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben. Wir wissen das, wer ist der erste Erbe von allem? Jesus Christus. Das macht die Bibel klar in Kolosser. Aber was erbt Jesus? Hebräer 1, 2. Hat er, Gottes gemeint, in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Das ist mal viel, oder? Da gibt es nichts mehr, was er nicht erbt. Ja? Von allem. Jesus gehört alles. Er hat den Rechtsanspruch auf alles. Ihm wurde das Buch mit den sieben Siegeln gegeben. Nur er war in der Lage, es zu öffnen. Er hat die Herrschaft über alles und jeden. Selbst über die Dämonen und den Teufel. Und nun teilt Jesus das Erbe aus an seine Geschwister, an seine Brüder und Schwestern. Somit an seine Kinder, an dich und an mich, wenn du an Jesus Christus glaubst. Aber worin besteht das Erbe, das wir haben? Titus 3, 7. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Also, wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirst du das ewige Leben erben, ja? Und ewiges Leben meint im Himmelreich, bei Jesus, in seiner Gegenwart, nicht getrennt von ihm, dort wo Strafe ist. Denn kein Mensch wird irgendwann ewig sterben, sondern wir sind alles Wesen, die erschaffen sind, ewig. Niemand wird von uns ein Ende haben, niemals. Nur das ewige Leben wird mit dem eben in Gottes Nähe beschrieben und nicht in einer ewigen Verdammung. Interessant ist auch, dass das Testament schon geschrieben ist. Bedeutet, der Rechtsanspruch ist schon da. Und das wird uns auch am Volk Israel klar. Das Volk Israel hatte ja das Erbe bekommen, in das verheißene Land zu bekommen, aber sie waren noch 430 Jahre lang in der Sklaverei und 40 Jahre in der Wüstenwanderung. So, wenn du ein Kind Gottes bist, hast du das Erbe schon laut Testament. Das ist schon geschrieben mit Brief und Siegel, kann nicht mehr verändert werden, also kann nicht nachträglich noch mal umgeschrieben werden. Du hast jetzt schon als Kind Gottes den Rechtsanspruch auf das ewige Leben, aber hier auf Erden fühlt es sich noch manchmal an wie in der Sklaverei in Ägypten und in der Wüstenwanderung. Aber dieses Bild leuchtet uns vor Augen, so ist ganz oft das alte
Testament oder das Volk Israel ein Bild auf das geistliche Israel im Neuen Testament. Wie wird es denn sein in Matthäus, wenn denn einmal dieses Erbe zugeteilt wird? Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird er, der König, zu denen seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Mit allem, was ich bin, wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du diesen Satz einmal hörst. Dass du vor Jesus stehst und er sagt, komm herein, mein Kind, mein treuer Diener, und erb das Reich. Das ist ein starker Moment. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen, denn die Bibel macht eben auch klar, die Böcke, die werden das Reich Gottes nicht erben. Wisst ihr nicht, es steht in Korinther, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben. Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Wenn man manchmal so Auflistungen liest von der Bibel, negative Charakterzüge wie hier, dann fühle ich mich immer wieder ertappt bei dem einen oder anderen Punkt auch. Und dann ist es wichtig, den unteren Teil zu wissen. Viele von euch sind solche gewesen, aber ihr seid abgewaschen worden. Durch Buße und Umkehr zu Jesus Christus kann jeder gereinigt werden, egal was er für ein Mensch war. Selbst wenn er einer von diesen war, die hier vorgelesen sind, und da stehen grausame Dinger wie Knabenschänder, ja. Aber wer mit Buße und Umkehr kommt, dort gibt es Vergebung bei Jesus Christus. Wenn wir zu ihm kommen, und das ist die gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist eben eingebettet in das, dass man kommen muss und umkehren muss. Und wenn man es nicht tut, dann wird man das Reich Gottes nicht erben. Was werden wir noch erben? 1. Korinther 15, das wird ja immer bei Beerdigungen gelesen, ist ja ganz stark. Wir werden einen Leib erben, der nicht mehr dem Alterungsprozess unterworfen ist, nicht mehr dem Leiden, nicht mehr den Rückenschmerzen, nicht mehr nachlassen von der Sehstärke. Hier sind ja auch einige Brillenträger und ich bin es auch. Wir werden einen Leib bekommen, der gleich dem Auferstehungsleib Jesu Christi, er wird nicht mehr schwach, nicht mehr krank, nicht mehr alt und das in alle Ewigkeit. Das ist doch der Hammer. Also ich muss echt sagen, ich sehe diesen Tag herbei. Dort heißt es über die Entrückung, wenn die Posaune erschallt und dann wird Jesus am Himmel erscheinen und dann erst werden die Gräber aufgehen und dann werden die umwandelt, aber dann die auf Erden sind, werden auch verwandelt und in einem nun habe ich diesen Leib. Also da freue ich mich von Herzen drauf, wenn ich da mal drin stecke. Ich kann das eigentlich diesen Tag gar nicht mehr erwarten. Aber noch sind wir hier. Und noch sind wir hier und leben im Glauben und nicht im Schauen. Aber der Tag kommt, dann werden wir sehen und dann können wir uns anfassen und sagen, es ist ganz wunderbar gemacht, dieser Auferstehungsleib. So, wie sicher ist dieses Erbe? Wie sicher ist dieses Erbe? Psalm 94, 14. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen und sein Erbteil nicht verlassen. Das Erbe ist sicher. Das Erbe ist sicher für seine Kinder ein für alle Mal. Ich meine, ihr seid die reichsten Menschen, die ich sehe. Immer wieder, jeden Sonntag muss ich in die wohl wohlhabendsten und reichsten und gesegneten Menschen dieser Erde schauen. Und das nicht aus euch heraus, sondern es wurde euch aus Gnade gegeben. Aber ihr könnt euch auf ein Erbe freuen, wenn ihr sagt, ich habe Eltern, die haben eigentlich gar nichts uns hinterlassen. Und oje, ich muss sogar das Erbe ausschlagen, weil es sind Schulden da.
So geht's euch nicht. Ihr habt ein Erbe vor euch, das ist so reich. Es ist so wahnsinnig viel. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen einfach die Worte, wie groß dieses Erbe ist, das euch zusteht. Das Jesus euch austeilen will, aus lauter Liebe, Dankbarkeit, das er am Kreuz für uns sogar erworben hat. Man könnte direkt Amen sagen oder Halleluja oder sich freuen oder gläubig werden. Wir lesen weiter einen Text nochmal aus Josua 17. Auch interessant. Und die Söhne Josefs redeten mit Josua und sprachen: Warum hast du mir nur ein Los und einen Anteil zum Erbbesitz gegeben, obgleich ich doch ein großes Volk bin, da der Herr mich so gesegnet hatte? Da sprach Josua zu ihnen: Wenn du doch ein großes Volk bist, so zieh hinauf in den Wald und rode dir dort aus, in dem Land der Perisiter und Riphtaiter. Wenn dir das Bergland Ephraim zu eng ist, da sprachen die Söhne Josefs: Das Bergland wird nicht hinreichen für uns. Aber alle Kanaaniter, die in der Ebene wohnen, haben eiserne Streitwagen in Bet-Jean und in den seinen Tochterstädten und in der Ebene Jezreel. Da sprach Josua zum Haus Josefs, zu Ephraim und Manasse: Du bist ein zahlreiches Volk und hast eine große Kraft. Du sollst nur nicht nur ein Los haben, sondern das Bergland soll dir gehören. Wo der Wald ist, den rode dir aus, und die Ausläufer des Waldes sollen dir gehören. Denn du sollst die Kanaaniter vertreiben, auch wenn sie eiserne Streitwagen haben und mächtig sind. So, auch in diesem Kapitel 17 kommen nun beide Stämme vor Josua. Also Ephraim und Manasse sind ja beide aus dem Haus Josefs, sind beides die Söhne von Josefs. Und sie kommen beide vor Josef und sagen: Wir haben zu wenig Platz. Warum haben wir nur ein Los da bekommen? Wir sind zu groß. Gott hat uns besonders gesegnet. Wir sind die beiden Stämme, die am meisten Nachkommen haben. Josua war selbst aus Ephraim. Und er bevorzugte diese Stämme nicht gegenüber der Gemeinschaft und den anderen Stämmen. Josua schlägt sie nun mit ihrem eigenen Argument. Welch Weisheit in diesem Mann. Wenn du doch ein großes Volk bist, sei fleißig und arbeite. Rode den Wald und bebaue ihn, und ihr werdet für eure ganzen Stämme sorgen können. Und weiter: Du bist groß, sei mutig und zieh in den Kampf, vertreibe die Kanaaniter, auch wenn sie eiserne Streitwagen haben. Wenn wir geistlich gesehen auch mehr Land wollen, dann ist die Frage: Haben wir das uns bis jetzt anvertraute schon gründlich ausgeschöpft und in das Reich Gottes eingesetzt? Josua hat gesagt: Rode den Wald, den du auf deinem Gebiet noch hast. Wer mehr will, muss in dem Wenigen treu sein, und Gott wird dem Bewährten mehr geben. Es ist ein Prinzip, es ist ein geistliches Prinzip. Wenn du in dem treu bist, was Gott dir gegeben hat, es einsetzt fürs Reich Gottes, dann wird sich das mehren. Es wird sich mehren, immer mehren. Wenn du aber nicht treu bist, dann wirst du geistlich gesehen stagnieren. Es wird nicht weitergehen, weil du ja erstmal, Gott will, dass du mit dem treu bist, was er dir bereits anvertraut hat. So sollten wir als Gemeinde treu sein mit dem, was uns anvertraut worden ist, auch an Gaben, an Personen, die hier sind. Aber es ist auch der mutige Aufruf an uns: Seid mutig und stark, liebe Gemeinde. Ihr wisst, ihr werdet eure Feinde bezwingen, auch wenn sie eiserne Streitwagen haben. In Philipper 4,13 heißt es: Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Schwache Bibelübersetzungen lassen hier Christus weg. Die sagen nur: Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Es ist wichtig, dass wir auch eine gute Bibelübersetzung haben. Gute Bibelübersetzungen sagen nämlich, durch wen wir noch stark sind. Philipper 4,13: Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Zu guter Letzt: Als Jesus im Land Israel als Mensch unterwegs war, schmiedeten die religiösen Führer einen Mordplan gegen Jesus.
Und als die ersten Mordpläne gegen Jesus geschmiedet waren, war aber die Zeit von Jesus noch nicht gekommen, dass er sterben sollte. Und dann lesen wir in Johannes 11. Von jedem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Darum ging Jesus nicht mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern zog von dort weg in die Gegend nahe bei der Wüste in eine Stadt namens Ephraim und hielt sich dort auf mit seinen Jüngern. Jesus zog sich in genau dieses Stammesgebiet zurück, wo wir heute sind, in das Stammesgebiet von Ephraim und Manasse und in eine Stadt namens Ephraim. Und merkt ihr, das haben wir ja letztes Mal schon besprochen, wie bedeutend dieses Westjordanland, was ja Ephraim und Manasse ist, wie bedeutend dieses Land auch für das heutige Israel ist. Dort gab es eine Stadt namens Ephraim und Jesus zog sich dorthin zurück. Geistlich gesehen wünsche ich dir, dass du eine Stadt bist namens Ephraim und Jesus bei dir einzieht. Und glaub mir, er zieht sich nicht bei dir zurück, damit er geschützt ist, sondern er zieht sich bei dir zurück, damit du geschützt bist. Und zwar vor dem zukünftigen Zorn auch Gottes, der über die ganze Erde kommt. Aber dort, wo Jesus eingezogen ist in das Menschenleben, für ihn gibt es keine Verdammung, kein Gericht, keine Strafe. Und es ist schon interessant, dass die Obersten, die diesen Mordplan hatten, sie sprachen in prophetischer Weise. Hört mal, was sie sagten. Einer aber von ihnen, Kaiaphas, der in jenem Jahr der Hohepriester war, sprach zu ihnen: Ihr erkennt überhaupt nichts und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Und für ihn war das so, wir müssen diesen Jesus töten, weil es glauben zu viele an ihn. Er bringt die Menschen auf und wenn wir diesen einen töten, dann ist der Aufruhr weg. Es ist gut, wenn dieser eine Mensch stirbt, das können wir machen, diesen Mordplan. Wir können ihn morden, damit nicht das ganze Volk zugrunde geht. Merkt ihr die Tiefe in diesem Satz? Dort heißt es: Dies redete er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr der Hohepriester war, weissagte er, denn Jesus sollte für das Volk sterben. Und nicht für das Volk allein, sondern auch um die zerstreuten Kinder Gottes eins zusammenzubringen. Die zerstreuten Kinder Gottes sind wir. Nicht nur das Haus Israel, sondern wir sind die zerstreuten Kinder Gottes, überall auf der Welt. Und es ist zwar so gut, dass Jesus stellvertretend für uns umgebracht wurde, damit wir gerettet werden und das ewige Leben haben. Und das ist die mit Abstand wunderbarste Botschaft, das Evangelium, dass wenn wir unsere Schuld bekennen, er treu und gerecht ist, uns reinigt von all unserer Ungerechtigkeit. Und wir das ewige Erbe dann auch bekommen. Wir wollen zum Schluss beten. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen für dein Wort, was uns wieder so klar macht, so viele geistliche Prinzipien können wir darin lernen. Aber mit Abstand das Wunderbarste ist, dass du, Jesus, bei uns einziehen möchtest und eingezogen bist, bei so vielen von uns, ja, wenn nicht sogar alle, die hier sind. Und wir dadurch Kinder Gottes sind und erben. Herr, und wir werden einmal reich erben. Herr, danke für diesen Reichtum, für diese Freude, die wir haben können als Kinder Gottes. Dir sei wirklich alle Ehre. Und wenn wir diesen Text lesen, Herr, dann baut sich in uns was auf, auch an Dankbarkeit und an Freude auf die zukünftigen Dinge, die da kommen werden. Herr Jesus, danke für deine große Gnade. Für deine Liebe, Herr, dass du alles austilgst, was einfach fehlerhaft und schlecht an uns war und dafür gestorben bist und uns begleitest mit deiner Gerechtigkeit. Es ist so eine Gnade, den Geist Gottes zu haben, der in uns sagt, wir dürfen aber sagen, wir müssen keine Furcht haben, sondern wir dürfen aber sagen, aber lieber Vater. Und das alles durch Jesus Christus. Ihr seid einfach die Besten, Vater im Himmel.
Jesus und der Heilige Geist. Seid gesegnet. Amen. Ja, wie gesagt, ich habe wirklich auf dem Herzen noch eine andere Predigt zu halten. Aber diese ist ja auch online und ihr könnt die andere sicher dann online nachhören. Aber wer will, darf gerne auch da bleiben, halbe Stunde Pause.